Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Heute kommen wir zu dem Grund, warum wir uns in den letzten Videos immer mit der elektromagnetischen Verträglichkeit befasst haben. Und zwar sprechen wir darüber, warum Frequenzumrichter Störquellen sind. Ja, warum sind sie es? Weil das hackt da irgendwelche Spannungen mit riesigen Spannungssteilheiten. Ja, da haben wir 10 kV pro Mikrosekunde oder sowas. Also wirklich, wirklich steil. Ja. Große Flanken, große Steilheiten, das heißt, da sind hohe Störfrequenzen da dabei. Wir müssen etwas machen, ja? Sonst stören wir die gesamte Umgebung. Ja? Die gesamte Umgebung, wenn wir unseren Motor fahren, kann immer telefonieren. Ja? Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Der Frequenzumrichter ist eine massive, massive Störquelle. Durch diese hohen Frequenzen, durch diese hohen Spannungssteilheiten, wir schalten da eine Gleichspannung auf dem Motor einfach drauf, klack, 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 da sind 500 irgendwas Volt drauf und die schalten wir ein und aus und ein und aus mit einer gehörigen Frequenz. Wie gesagt, 10 kV pro Mikrosekunden, sowas ist ein üblicher Wert. Ja? Da geht's schon ab. Ja? Da geht's schon ab. Nun, überlegen wir uns, was wir mit so einem Stromrichter alles tun müssen. Ja? Im Endeffekt ist ein Stromrichter Kastel. Ja? Das ist ein Kastel, wenn man es so nennen will. Ja? Ich zeichne jetzt einmal ein Gehäuse ein vor dem Stromrichter. Machen wir einen schön langen. Das ist das Gehäuse meines Stromrichters. Das arbeitet auch als Schirm. Da drinnen haben wir gesagt, haben wir hohe Spannungssteilheiten. Das arbeitet als Schirm. Das heißt, den Schirm, den knolle ich da gleich einmal auf die Erde. Okay? Auf der einen Seite habe ich Anschlüsse, ja, zum Netz. Zack, da kommt das Netz herein. Ungeschirmt. L1, L2, L3. Was haben wir gesagt? Machen wir mit ungeschirmten Leitungen? Filtern. Das heißt, da knallen wir gleich mal, gleich dran da, knallen wir einen Filter. Da ist der Filter. Ja. Was macht so ein Filter eigentlich? Ein Filter schaut, dass der Betriebsstrom so gut wie möglich durch kann, aber irgendwelche hochfrequenten Anteile, irgendwelche Störanteile ausgefiltert werden. Ja. Typischer Filter ist zum Beispiel sowas. Ja. Üblicherweise ist es eine geschickte Kombination, also wenn ich da zum Beispiel das Netz habe, einphasig, ich zeichne jetzt einmal einphasig, ja, Netzanschlüsse, dann haben wir da einen hochohmigen Widerstand, ja, hier dann haben wir dann üblicherweise einen Kondensator da dazwischen, der irgendwie die Spannung glättet, dann gibt es dann oft irgendwelche Differential, sogenannte Drosseln, ja, Differentialdrosseln, die sind magnetisch gekoppelt, zack, ja, und dann haben wir dann oft da so Widerstände Kondensatoren gegen Masse, darüber haben wir innen oder Last und da haben wir Netz. Ja. So ähnlich schaut das aus, also eine geschickte Kombination aus irgendwelchen Kondensatoren und Spulen, die sind dazu abgestimmt, dass der Betriebsstrom fast ungehindert durch kann, ja, aber hochfrequente Anteile da gegenseitig abgeleitet werden, gegen Erde abgeleitet werden, da irgendwie gedämpft werden mit diesen Drosseln und so weiter. Ja, Filter. Gut, und dann, was passiert als erstes? Als erstes aus dieser Netzspannung, aus dieser Drei-Phasen-Drehstrom wird Gleichstrom gemacht, Gleichspannung. Ja? Das heißt, wir machen da einen Brückengleichrichter, einen Vollbrückengleichrichter, B6-Schaltung haben wir ja gehört. Ja? Das heißt, die fährt einer mit meinen drei Phasen. Hört auf, klack, klack, klack. Die drei Phasen, die Gleichrichterdioden, und da haben wir Gleichspannung.
diese Gleichspannung, um zu reduzieren, schicke ich die durch so eine Drossel durch. Ja, da haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie glätten, die Gleichspannung. Drossel. Schreibe ich nicht schön, aber was soll es, man kann es lesen. Drossel. Was ist eigentlich ein Drossel? Also ein Vogel, oder was? Ein Amsel? Singdrossel? Ist das ein Schnapsdrossel? Ah, eine Drossel ist nichts anderes wie eine Spule, die in Serie geschaltet ist. So ist da. Das ist eine Drossel. Eine Spule, die in Serie in Stromkreis geschaltet ist. Was verhindert eine Spule? Große Stromsteilheiten. Also das glättet praktisch in Strom, so eine Drossel. Okay, da haben wir die Drossel. Und dann füttert man nur ein bisschen die Spannung. Das machen wir mit einem Kondensator. Die Spannungs... Und da hängen wir auch noch Kondensatoren gegen die Dings. Ja, dass wir da ableiten können, irgendwelche hochfrequenten Teile. Ja, damit hätten wir die Spannung eigentlich stabilisiert. Strom, Spannung geglättet. Das war's. Ja. Und dann machen wir ja praktisch das gleiche wie hier, nur in die andere Richtung. Einen Wechselrichter. Ja, das heißt, da waren ja diese Schalter, immer mit den Dioden daneben. So hat das ausgesehen, wenn wir uns erinnern können, hoffentlich. Gibt es aber nicht, kann man das Video nachsehen. Ja. Dieser Wechselrichter erzeugt uns die Frequenz, die wir haben wollen. Ja. Einmal geht's noch. Wir brauchen ja drei Phasen. Also ich zeichne hier einen Zwischenkreisumrichter. Warum zeichne ich einen Zwischenkreisumrichter? Einfach weil es da üblicher ist. Also da haben wir diese drei Phasen. Und dann gehen wir da nach außen. Aber auch hier schicken wir das Ganze vorher noch durch eine Drossel durch. Und zwar alle drei Phasen. Und jetzt haben wir da die Anschlüsse U, V und W. Okay? Und mit denen gehen wir in ein Kabel. Da ist das Kabel. Jo, hallo da. Und da unten ist der Motor, den wir betreiben wollen. Ja? So, Drossel wieder zur Glättung des Stromes. Ja? Und, was haben wir gesagt, geschirmte Kabel verwenden. Das heißt, da machen wir gleich mal einen Schirm drumherum. Zack, das Schirmgeflecht. Da haben wir gesagt, das hängen wir auf alle Fälle da ans Gehäuse. Ja? Und dieser Schirm, den ziehen wir bis zum Motor hin. Ja? Und im Motor machen wir ebenfalls, hängen wir das ans Gehäuse vom Motor, gell? Beidseitig aufgelegter Schirm, haben wir gesagt. Ja? So schaut das aus. Ja? Jetzt haben wir die hochfrequenten Spannungen, die da drin sind, gut geschirmt auf beide Seiten. Da haben wir einen Schirm rundherum. Die Eingangsleitungen filtern wir, dass uns da nichts reinkommt oder wir nichts zurückliefern, irgendwelche Steilheiten. Dazwischen haben wir irgendwelche Drosseln. Vielleicht schreibe ich das noch auf. Drossel. Eine in Serie geschaltene Spule einer bestimmten Induktivität um die Stromsteilheiten
zu reduzieren. Geht nicht einfach in Strom. Ja. Also wir sehen, wir haben eigentlich ziemlich viele Maßnahmen. Schirmung haben wir, Kabelschirmung haben wir, Filter haben wir, Drosseln haben wir. Ja. Deswegen haben wir das ganze EMV-Zeug besprochen. Ja. Deswegen ist jetzt hoffentlich auch klar, warum ein Frequenzumrichter einfach so mit einem Kabel, ich meine, da geht es wirklich zu, ja, man kann das ja probieren einmal, einen Motor mit einem Frequenzumrichter mit einem ungeschirmten Kabel betreiben, das wird nicht gescheit gesteuert mehr. Ja, alle Steuerungen in der Nähe, die kriegen irgendwelche Spitzen, irgendwelche Geistersignale rein und so weiter. Kannst du vergessen. Ja. Deswegen, jetzt wissen wir, warum das so ausschauen muss. Ja. Dazu der ganze Aufwand mit dem EMV. Jetzt gehen wir uns immer wirklich wieder um den Antrieb kümmern, nämlich um einen statischen Betriebspunkt. Das ist nämlich das Thema des nächsten Videos. Nächstes Video ist statischer Betriebspunkt. Was ist notwendig dazu, dass eine Antriebsmaschine rund rennt oder mit einer konstanten Drehzahl fährt? Nicht einfach beschleunigt oder irgendwie, sondern schön gemütlich dahin murgelt, so mit einer konstanten, das ist ja das, was man üblicherweise will. Man will ja keine periodische Drehzahländerung, man will ja zumindest temporär konstante Drehzahl. Was ist notwendig, ja, um einen statischen Arbeitspunkt zu erreichen? Thema des nächsten Videos. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.